Predigt. Wir können gerne schon die erste Folie der Predigt anschauen. Da steht ja auch, ihr dürft dazu sitzen bleiben und gerne mitlesen. Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Aber Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Doch erlaube mir zuerst, dass ich noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist das Wort Gottes für heute Morgen. Was für ein Text. Ganz schön herausfordernd, oder? Ein Ausleger, also ein Kommentator, ein theologischer Kommentator dieses Textes, den ich gelesen habe in der Vorbereitung, der hat geschrieben, kein Zweifel, wir hätten alle lieber, dass Jesus nicht so gesprochen hätte. Drei Begegnungen zwischen Jesus und verschiedenen Personen, verschiedenen Männern. Dreimal geht es um Nachfolge, um das Leben als Christin, um das Leben als Christ. Und ich habe diese Predigt drei entscheidende Faktoren der Nachfolge genannt. Ein Faktor ist, wenn du dich noch an den Schulunterricht erinnern kannst, eine Zahl oder Größe, mit der etwas multipliziert wird. Ja, also etwas, was in einem bestimmten Zusammenhang bestimmte Auswirkungen hat, einen bestimmten Unterschied macht. Und in allen Gesprächen, die Jesus hier führt, in allen Konversationen kommen Faktoren zutage, die entscheidend sind im Glauben an Jesus und in der Jüngerschaft, in der Nachfolge zu ihm. Dieser Text, den ich eben gelesen habe, der befindet sich so ziemlich in der Mitte des Lukas-Evangeliums, der eines Berichtes über Jesus, über das Leben Jesu. Und dieses Evangelium, so wird geschätzt, wurde ungefähr 60 Jahre, nachdem Christus auf der Welt oder auf dieser Erde gelebt hatte, geschrieben von Lukas, einem Arzt, einem sehr gebildeten und historisch sehr detailliert arbeitenden Nichtjuden, der aber mit Paulus unterwegs war und über Paulus von Jesus gehört hatte und dann die Lebensphasen von Jesus niederschrieb. Beide Bücher, die Lukas verfasst hat, ja, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, sind explizit einer Person gewidmet, nämlich einer Person mit dem Namen Theophilus. Und da darf gerne die nächste Folie einmal eingeblendet werden. Theophilus war, so können wir in der Anrede von Lukas erkennen, gebildet. Ja, Theophilus, für den dieses Buch bestimmt war, der war reich. Der hatte Wohlstand. Der hatte gutes soziales Ansehen. Und das wird vor allem dadurch ersichtlich, dass selbst der Arzt Lukas, der schon nicht ungebildet war, schreibt, hoch verehrter Theophilus. Und diese Formel hoch verehrt, die kam eigentlich sonst nur bei römischen Gouverneuren zutage oder wurde gebraucht. Und ehrlich gesagt fand ich in der Vorbereitung dieser Predigt, in der Auseinandersetzung mit diesem Text, fand ich diesen Punkt sehr interessant. Denn auch wenn der Adressat dieses Buches ein Mann in Wohlstand ist, ein Mann mit Bildung, ein Mann mit Ansehen, so lässt Lukas, der Autor dieses Textes, dieser Textpassage, die wir uns gleich nochmal näher anschauen werden, nicht einfach weg, was Jesus hier sagt. Ja, so nach dem Sinne, ich will dich nicht vergraulen mit Jesus, ich will nur die guten Seiten zeigen von Jesus. Nein, er erzählt explizit auch von den Situationen, in denen Jesus Menschen herausgefordert hat. Und damit auch Theophilus herausgefordert hat und wir heute herausgefordert werden durch Jesus. Und wenn die Bibel Fundament unseres Glaubens ist,
dann sollten wir uns immer mal wieder auch an diese Texte ranwagen, die wir nicht so gern vielleicht morgens in unserer stillen Zeit um 6 Uhr mit einem Kaffee lesen. Die uns vielleicht herausfordern, die uns hinterfragen. So wie Jesus diese drei Männer in den Konversationen hinterfragt. Aber das fällt uns nicht leicht. Ich weiß nicht, was du gerade für Gefühle hattest, als dieser Text gelesen wurde. Uns als Person hinterfragen zu lassen, einem anderen unser Leben zu überlassen, das klingt absolut absurd in unserer heutigen Zeit. Und wenn hier vielleicht schaust du den Stream oder bist auch im Gottesdienst und hast dich bis jetzt noch nicht viel mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt, tut mir leid, dass das heute dein erstes Mal ist, aber wahrscheinlich würden die Personen sagen, ey, boah, was? Mein Leben einem anderen zu überlassen, das geht mir absolut gegen alles, was ich sonst lerne, höre, wie ich sonst in dieser Gesellschaft lebe. Und das liegt vor allem an gesellschaftlichen und soziologischen und psychologischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten erlebt haben als westliche Gesellschaften. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz hier schon mal gehört hast. Be true to yourself. Oder sei dir nur selbst treu. Ja, nicht selten liest man in einem Interview mit einem Promi oder einem Influencer oder unter einem Social Media Post diesen Satz. Hashtag be true to yourself. Sei dir selbst treu. Ja, so ein bisschen therapeutisch. Wenn nichts mehr im Leben geht, sei dir selbst treu, dann wird dein Leben schon funktionieren. Und dieser Satz ist Ausdruck eines Menschenbildes, welches sich in den letzten Jahrhunderten bei uns hier im Westen unterscheidbar von anderen Kontinenten durchgesetzt hat. Ja? Und es hat begonnen mit Denkern wie Sigmund Freud oder Michel Foucault. Und ganz grob zusammenfassen lässt sich dieses Menschenbild mit dem Begriff des therapeutischen Selbst. Das therapeutische Selbst. Ja? Und das bedeutet, wenn du wissen willst, wer du bist, was dich ausmacht, wie du Erfüllung in deinem Leben findest, dann musst du nur lange tief genug in dich selbst hineinschauen und all das ausleben, was da unten irgendwie in dir schlummert. Ja, und in unserer individualistischen Gesellschaft ist das quasi Common Sense, ja, das ist Gemeinsinn. Schau in dich selbst hinein, leb das aus und dann wirst du ein glückliches Leben haben. Und das ist mit ein Grund, warum wir das so herausfordernd finden, wenn Jesus sagt, ey, ich möchte aber, dass dein Leben nicht dir selbst gehört, sondern dass ich dich führen darf in deinem Leben. Und trotzdem glaube ich, dass da ganz viel Gutes in diesem Text, aber auch in diesem Leben mit Jesus drin ist, dass es das erfüllendste Leben ist, was wir leben können auf diesem Planeten. Und deshalb möchte ich euch mit reinnehmen in diesen Text und einmal ganz kurz noch die Vorgeschichte zu diesem Text erklären, weil die schon super spannend ist und quasi die Rampe ist in diesen Text hinein. Ja? Kurze Vorgeschichte dieses Textes. Was war passiert, bevor Jesus diesen drei Personen begegnet? Ja, die Kapitel 4 bis 9 im Lukas-Evangelium, die erzählen von dem Wirken in Jesus in Galiläa, einer kleinen, beschaulich ländlichen Region. Aber ab dem Kapitel 9, da wo unser Text steht, den wir uns heute anschauen, wird es ernst, könnte man sagen. Ja? Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Und die Reise nach Jerusalem ist nicht zu vergleichen mit der ausgelassenen Freude, die ich empfunden habe, wenn ich das gleichnamige Spiel im Kindergottesdienst oder in der Schule gespielt habe. Nein, wenn man das Evangelium von Lukas von vorne bis hinten durchliest, dann merkt man, hier braut sich etwas auf. Ja? Jesus beginnt von hier an immer wieder zu erzählen von der kommenden Ablehnung in Jerusalem, von der Verleugnung in Jerusalem und von dem Tod, der auf ihn warten würde. Und als wenn Lukas in Ausbildung ja bei den besten Autorinnen und Geschichtsschreibern à la Julie C. und J.K. Rowling und wie sie alle heißen gewesen war, beschreibt er kurz vor der Begegnung Jesu mit diesen drei Männern eine Situation, die ja quasi paradigmatisch ist für all das, was danach kommt. Ja, weil es Nacht wird, schickt Jesus auf dem Weg nach Jerusalem Boten in das nächste samaritanische Dorf voraus, damit sie einen Schlafplatz für ihn und die Jünger organisieren würden. Aber weil es ein samaritanisches Dorf ist,
und die Jünger und Jesus Juden sind, auf dem Weg nach Jerusalem will man sie nicht aufnehmen. Sie bekommen keinen Schlafplatz, sie werden abgewiesen. Eine erste Ablehnung auf dem Weg mit Jesus, auch für die Jünger. Und was sagen die Jünger daraufhin? Und ich musste ehrlich gesagt laut lachen, als ich in der Predigtvorbereitung diese Sätze gelesen habe. Da steht, als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, nämlich, dass sie keinen Schlafplatz mit Jesus bekommen würden, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Da wandte sich Jesus zu ihnen um und sie streng zurecht. Das Königreich Gottes und sein Herr Jesus Christus, es kommt nicht mit Macht und Herrschaft, sondern in Sanftmut und in Dienen. Ja, Jesus ist auch manchmal herausfordernd und unbequem und das werden wir gleich noch merken. Aber Jesus ruft niemals mit Bestrafung und mit Gericht, sondern er ruft, dass Menschen sich freiwillig zu ihm bekehren. Und doch zeigt diese Vorgeschichte, nämlich dass sie keinen Schlafplatz finden, schon an, was Nachfolge bedeuten würde. Diese drei Konversationen, die Jesus mit drei Männern jetzt hat, die habe ich überschrieben mit drei Begriffen, nämlich der Ruf, das Gesetz und die Hingabe. Ruf, Gesetz und Hingabe. Und möchte gerne mit euch einmal durch diese Konversation durchgehen. Erste Begegnung, der Ruf, die Verse 57 bis 58. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus aber erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Wenn wir uns die Parallelstelle dieser Situation im Matthäusevangelium anschauen, dann kommt dort noch mehr zum Ausdruck, was auch hier schon zu erkennen ist. Ja, bei Matthäus wird Jesus angesprochen als Rabbi, ja, mit dem Begriff Lehrer. Und in der damaligen Gesellschaft, die eine hochreligiöse war, war es so, dass es überall Rabbis gab. Ja? Überall gab es Lehrer, die eine bestimmte Auslegung der Tora, also des Alten Testaments, und einen entsprechenden Lebensstil pflegten. Ja, und wenn wir uns die Biografie der jungen Menschen von damals anschauen würden, dann gab es wahrscheinlich nicht wenige, die für sich eine Entscheidung trafen und die gesagt haben, ich werde jetzt Schüler oder Auszubildender bei diesem Lehrer, bei diesem Rabbi. Und dann gab es ein Aufnahmeverfahren, ja, ähnlich eines Einstellungstestes, vielleicht könnte man heute sagen. Und es wurde entschieden, ob diese Person, dieser Novize, könnte man auch sagen, Teil der Gemeinschaft um diesen Rabbi werden dürfte. Und nun spricht ein Mann Jesus auf dem Weg nach Jerusalem an, völlig normal, weil Jesus war Rabbi und bittet ihn, Teil seiner Gemeinschaft zu werden. Das war für Jesus völlig unnormal, denn Jesus wählte seine Jünger selbst. Nicht mein Bestehen des Testes oder das, was ich vorweisen kann, lässt Jesus mich aufnehmen. Nein, es ist sein Ruf. Und das war eine Logik, die anders war als die der Rabbis in der damaligen Gesellschaft. Und damit wird auch etwas Fundamentales für den christlichen Glauben hier in dieser Begegnung deutlich. Es ist immer zuerst Gott, der ruft, der liebt. Der Heilige Geist, der dich erfüllt. Und dann antwortest du auf den dreieinigen Gott. Nicht so wie dieser Mann, der Jesus nachfolgen wollte. Es ist die Bewegung Gottes hin zu den Menschen, die das Evangelium ausmacht. Alles andere wird Religion. Es ist immer zuerst das Wort Gottes, was uns trifft, ja, könnte man reformatorisch sagen, was uns trifft und uns Glauben schenkt. Und dann folgen wir Jesus nach. Nur weil Gott diese Menschheit so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn geschickt, damit dieser lebt, stirbt, wieder aufersteht und uns durch den Geist Gottes ruft. Diese Liebe und diesen Ruf, dieses Königreich Gottes kennenzulernen und darin zu leben. Und Jesus als Antwort auf dieses Geschenk, was Gott uns im Voraus gemacht hat,
als wir ihn noch nicht kannten und nichts von ihm wissen wollten, zu folgen, bis wir eines Tages in ganzer Klarheit sehen werden, wer er ist. Jegliches anderes Jüngersein, so wie dieser Mann es probiert bei Jesus, beginnt bei uns und endet bei uns, bei unserer religiösen Leistung, bei unserer Nachfolge, bei unserer christlichen Ethik, bei unserem guten Verhalten. Und dann wird Jüngerschaft und Nachfolge ja schnell zu einer Art Selbsthilfeprogramm, die mich zu einem besseren Menschen macht. Jesus, das war sein Grundkonzept, rief seine Jüngerinnen und Jünger zu sich. Sie kamen nicht von sich aus zu ihm und gaben ihr Leben hin, sondern sie traf etwas, was Jesus sagte. Sie traf den Ruf Gottes. Und dieser Ruf zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Ja, ganz am Anfang der Bibel lesen wir bereits, wie Gott Menschen zu sich ruft. Ja, Adam und Eva haben gerade Mist gebaut im Paradies und Jesus ruft, hey, wo seid ihr? Und bis heute ruft Gott, folge mir nach. Ich will, dass du mit mir unterwegs bist. Nachfolge beginnt mit dem Ruf der Liebe Gottes durch Jesus Christus. Dietrich Bonhoeffer drückt das folgendermaßen aus. Er sagt, der Ruf in die Nachfolge ist als Bindung an die Person Jesu Christi allein, Durchbrechung aller Gesetzlichkeiten, durch die Gnade dessen, der ruft. Er ist gnädiger Ruf, gnädiges Gebot. Zweite Begegnung, die Jesus hat. Ich habe es überschrieben mit dem Begriff das Gesetz. Vers 59 und 60. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach, Jesus ruft. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus begegnet einem weiteren Mann. Und dieses Mal ruft Jesus, folge mir nach. Und die Person hört den Ruf, sie sieht Jesus, ja, sie nimmt ihn wahr, sie antwortet ihm sogar, Herr. Und der Begriff Herr im griechischen Kyrios zeigt, wie diese Person Jesus wahrnahm, als jemanden, der Macht und Herrschaft inne. Hier stand jemand, der hatte Autorität, mich zu rufen. Und doch spürt man dieser Person ab, wie sie hin- und hergerissen ist. Ja, ein Ausleger, ein theologischer Kommentator dieses Texts, er sagt, man sieht förmlich, wie diese Männer, denen Jesus begegnet, das Gesicht verdreht wird. Die wissen nicht, wo sie hingucken sollen. Da ist doch zum einen die Wahrnehmung dessen, dass es Wert hat, dem, der da ruft, nachzufolgen. Ja, alles stehen und liegen zu lassen und mich darauf einzulassen, was dieser Jesus für mich hat. Und dann ist da doch der Blick auf meine Verpflichtung, auf mein Gesetz, auf das Gesetz, auf diese religiöse Leistung, auf meine Ambitionen, auf das, was ich mit meinem Leben erreichen möchte. Der erste Blick geht Richtung Jesus, aber auch Richtung Jerusalem. Und als Leserinnen und Leser wissen wir, dass dieser Blick meint, es geht Richtung Kreuz. Und der zweite Blick, der geht eben in Richtung meiner Verpflichtung, in Richtung meiner selbst. Und beides geht nicht. Lass mich kurz erklären, was Jesus mit seiner Antwort auf die Bitte dieses Mannes meinte, seinen Vater zu begraben. Was er nicht meinte, sorry. Wenn wir diese Worte lesen, dann könnte man ja denken, oha, das ist nicht nur ganz schön frech, was Jesus hier antwortet, sondern auch höchst zynisch und unempathisch. Ja, da ist ein Mann, der ist gerade am Trauern über seinen Vater, der möchte seinen Vater begraben. Dann kommt Jesus an und sagt, ja, Digga, lass die Toten begraben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es hier nicht um eine wörtliche Auslegung oder ein wörtliches Verständnis dieses Satzes geht, sondern dieser Satz hat natürlich rhetorische Zuspitzung. Und anders macht es ja inhaltlich auch gar keinen Sinn, denn tote Menschen können keine toten Menschen begraben.
Und wenn wir uns die Sätze genau anschauen, verneint Jesus auch nicht, dass es eine Beerdigung geben sollte. Und Jesus löst auch nicht das vierte Gebot hier auf, wo steht, ehre deinen Vater und ehre deine Mutter. Ja, und Gott selbst wird ja immer wieder als Vater bezeichnet in der Bibel. Nein, es geht Jesus hier um etwas anderes und dafür brauchen wir ein bisschen zeitgeschichtlichen Hintergrund, zeitgeschichtlichen Kontext. Ja, die Beerdigung war in der jüdischen Kultur eine primäre religiöse Aufgabe. Ja, es war Gesetz und damit gesetzt, dass im Falle des Todes eines Elternteils der älteste Sohn natürlich verantwortlich war für das Begräbnis. Und dafür, und es war so wichtig, war der Sohn entbunden von allen anderen religiösen Aufgaben. Ja? Also alles, was in der Tora steht, war in dem Moment nicht so wichtig wie den Vater oder die Mutter zu beerdigen. Aber selbst dieses primäre Gesetz, diese religiöse Aufgabe, hatte in dem Moment der Begegnung mit Jesus, für Jesus, keinen Anspruch mehr. Und das ist krass. Mit solch einer Autorität spricht Jesus. So dringlich fordert Jesus heraus. Und wenn wir diesen Text mit der literarischen Brille lesen würden, ja, dann würden wir lesen, wie sich dieser gesamte Text auf die Worte Jesus fokussiert und die Person Jesus fokussiert. Jesus erklärt nicht, warum und weshalb die Männer ihm jetzt nachfolgen sollten. Er sagt nicht, wie das Ganze funktionieren würde und wohin es gehen würde. Er versucht sie auch nicht irgendwie manipulativ durch Suggestivfragen zu überzeugen, ihm jetzt nachzufolgen. Er sagt nur, folge du mir nach. Und so sagt er heute zu dir und zu mir, folge du mir nach. Was das bedeutet, schreibt ein Theologe mit dem Namen Robert Tannehill sehr gut. Und ich lese einmal auf Englisch vor und danach auf Deutsch. Discipleship is not merely another commitment which we add to the long list of our other commitments, but it is the commitment demanding a reordering of our lives from the bottom up. Jüngerschaft ist nicht nur eine weitere Verpflichtung, welches wir der langen Liste unserer anderen Verpflichtungen und Einsätze hinzufügen, sondern es ist die Verpflichtung und es erfordert eine Neuordnung unseres Lebens von Grund auf. Jesus ruft dich heute Morgen, folge mir nach. Was anderes passiert, ist sekundär. Ich will dich bei mir. Eine weitere Begegnung ereignet sich zwischen Jesus und einem Mann. Die Hingabe. Auch er spricht aus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, aber. Und wiederum bezieht sich das Aber diesen Mannes auf seine familiären Pflichten. Auch hier erfahren wir nicht, wie die Geschichte ausgeht und wie sich dieser Mann entscheidet. Aber dieses Aber, das kenne ich von mir ziemlich gut. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber. Vielleicht kennst du das auch. Und Jesus antwortet nur indirekt mit einem Satz: Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ja, und in einer digitalisierten Gesellschaft wie wir, die, in der wir leben, da haben wir vielleicht nicht direkt vor Augen, was mit diesem Satz gemeint ist. Zumindest mir geht das so. Aber in der damaligen Landschaft, die agrar geprägt war, da war der Ackerboden steinig. Ja, und wenn man den Boden lockern, also pflügen wollte, dann bedurfte es dafür höchster Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo man zurückschaute, ging man automatisch kreuz und quer. Und man verließ die gerade Furche. Aber was war der Grund für den Blick zurück? Warum schaut man zurück? Ich verliere den Fokus und bin abgelenkt. Entweder mit dem, was anderen
was an anderen verlockenden Dingen auf mich wartet oder mit meiner Vergangenheit, mit dem, was ich selbst getan habe. Für beides hat Jesus eine Lösung. In dem Moment, wo Jesus vor mir steht, zählt all das nicht mehr. Er sagt, folge mir nach, lass dich nicht ablenken, nicht von den Verlockungen dieser Welt, ob das Geld, Sexualität, Ansehen, Macht und so weiter ist. Und gleichzeitig geht mit dem Ruf in die Nachfolge auch immer die Zusage einher, ich habe für deine Vergangenheit bezahlt. Schau nicht zurück, schau nach vorne, schau auf mich. Jetzt ist dein Moment, mir nachzufolgen. Jesus, der Herr der Welt, er ruft uns in die ungeteilte Nachfolge, aber er ruft, das ist die Erinnerung an den ersten Punkt, doch mit einem gnädigen Ruf. Er hat sich hingegeben, damit wir nun in Hingabe leben können. Was bedeutet das für uns heute praktisch? Ein paar Gedanken. Ich glaube, wenn wir über Nachfolge sprechen, können wir uns als westeuropäische Christinnen und Christen und als westeuropäische Gemeinde orientieren an der globalen Kirche, an Christinnen und Christen weltweit. So viele Menschen, denen Jesus bis heute begegnet, wie diesen drei Männern in diesem Text, haben auf den Ruf geantwortet, weil sie nicht anders konnten, als dem lebendigen Herrn der Welt nachzufolgen. Und diese Nachfolge bedeutete im Gegensatz zu den meisten Menschen in Deutschland, zu uns, Gefahr. Und trotzdem konnten sie nicht anders. Einer von ihnen ist Leo Zinning oder auch Bruder Yun genannt. Ein chinesischer Pastor, der 1958 in der Provinz Henan im Norden Chinas aufwächst und durch die Heilung seines Vaters von Krebs zum Glauben kommt. Jesus begegnet ihm immer wieder durch die Bibel, die, nachdem er mehrere Wochen dafür gebetet hatte, zwei Männer einfach völlig zufällig nachts vorbeibringen. Er nimmt die Bibel mit zur Arbeit, er schläft mit der Bibel unterm Kopfkissen. Und eines Tages ruft Jesus ihn, folge mir nach. Und er wusste, dass das bedeuten würde, dass er als Missionar in China arbeiten würde. Aber er wusste nicht, was ihn in seinem Leben an Verfolgung erwarten würde. In seiner Region, in Henan, kommen durch seine Predigten allein im ersten Jahr, wo er dafür arbeitet, über 2000 Menschen zum Glauben. Ja, und während die Geschichte habe ich gestern noch gelesen, hunderte Menschen nachts heimlich auf den gefrorenen Seen Henans getauft werden. Und die Menschen erzählen, dass das Wasser bei der Taufe nicht kalt war, wird die Verfolgung immer stärker. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass das fünfte von 29 Kapiteln seines Buches der Weg in die Verfolgung betitelt ist. Und so ist sein Leben und seine Nachfolge neben all dem Segen, den Gott durch ihn für dieses Land, für dieses große Land China schenkt, geprägt von Verhörungen, von Festnahmen, von Folterungen durch das staatliche Regime. Geschichten von Männern und Frauen, die diesen Ruf Jesu gehört haben und ihm mit ihrem Leben nachgefolgt sind, die begeistern mich. Gerade als Theologiestudent, wo man 6 Jahre nur theoretisch in der Bib saß und gelesen hat. Und ich will von diesen Menschen lernen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde von diesen Menschen lernen können. Das bedeutet nicht, dass wir absichtlich in Länder reisen müssen, in denen Christinnen und Christen Verfolgung droht. Aber es bedeutet zu lernen, diesen Ruf Jesu zu hören und ihm bedingungslos mit Hingabe nachzufolgen. Und wenn du, Entschuldigung, diesen Ruf vielleicht das erste Mal hörst oder den Stream schaust, dann möchte ich dich herausfordern, heute darauf zu antworten. Und ich will dir Mut machen. Triff eine Entscheidung. Gib dein Leben Jesus. Er ist es wert. Und du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir können das gemeinsam nochmal besprechen und darüber beten.
Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du fragst dich, ey, was bedeutet das? Ich bin seit 30, 40 Jahren mit Jesus unterwegs. Erstmal total cool. Aber vielleicht ruft er dich heute erneut oder in einem bestimmten Bereich deines Lebens. Vielleicht im Bereich Finanzen. Ja? Ich kenne das von mir selbst. So oft hängen wir unser Herz an diese vermeintliche Sicherheit von Geld. Aber vielleicht fordert dich Jesus heute heraus, eine bestimmte Summe weiterzugeben. Vielleicht bedeutet dieses Folge mir nach ein bestimmter Schritt in deinem Umgang mit Sexualität, weil du weißt, dass Jesus dich ruft, auch in diesem Bereich nachzufolgen. Vielleicht hat Jesus schon vor ein paar Jahren eine Berufung über deinem Leben ausgesprochen und du hast es immer ein bisschen zur Seite geschoben. Und heute erinnert er dich daran. Vielleicht bedeutet Folge mir nach, aber auch für dich heute Morgen, dich neu zu entscheiden, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen und dich unter das Wort Gottes zu stellen und dich einzubringen und zu dienen hier in dieser Gemeinde. Ich will dich heute Morgen ermutigen, nicht mit Druck, sondern mit der Liebe Gottes, zu sagen, hier ist mein Leben, Jesus, tu damit, was du möchtest. Wir brauchen Menschen in unserem Land, in unserer Zeit, die ihren Blick nicht in zwei Richtungen verdrehen, sondern die fokussiert sind auf Jesus und ihm mit Hingabe nachfolgen. Und ich sehe mich danach, und deshalb starte ich auch dieses Projekt mit meiner Frau zusammen, dass in 25 Jahren von Brüdern und Schwestern Juns in Deutschland berichtet wird. Ich möchte gerne noch beten und lass uns gemeinsam einmal dafür aufstehen und danach auch zum Lied stehen bleiben. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns heute Morgen rufst. Wir danken dir dafür, dass dein Ruf ein gnädiger Ruf ist, dass du uns nicht verurteilst, dass du nicht mit Macht und Herrschaft kommst, sondern dient. Aber du rufst uns. Du rufst heute, folge mir nach. Und Herr Jesus, ich persönlich, und wenn ihr mögt, könnt ihr euch daran hängen, ich entscheide mich dazu, heute Morgen dir nachzufolgen. Ich will darauf eingehen. Ich will meinen Blick nicht verdrehen und immer hin und her gerissen sein zwischen den Dingen, die vermeintlich auf mich warten in dieser Welt und mit meinem Ansehen, mit vielleicht Geld, mit Wohlstand, sondern ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir mit Hingabe nachfolgen. Und ich möchte lernen von anderen Christinnen und Christen weltweit, die genau das tun. Danke, dass du heute Morgen da bist und dass du uns begegnen möchtest. Wir wollen die Begegnung mit dir.